Wenn ich auf meinem Computer einige Seiten sperren möchte, zum Beispiel um zu verhindern, dass meine Kinder ja, auf Facebook gehen, dann kann ich das in Windows mit Bordmitteln tun, brauche also keine extra Software dafür. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Geht übrigens in jedem Windows-Betriebssystem gleich und ist auch für alle Browser, also egal ob jetzt jemand mit Firefox, Internet Explorer oder Opera surft, diese Sperre trifft alle Browser. So. Die Datei schließen wir erstmal, zu der kommen wir später. Wir gehen auf unsere Festplatte C in den Ordner Windows, wo unser Betriebssystem installiert ist. Hier suchen wir uns den Ordner System 32 raus und in dem wiederum den Ordner Drivers und hier dann den Ordner etc. Jetzt sehe ich hier die Hosts-Datei, ist sie, werden Sie wahrscheinlich nicht sehen. Um die sichtbar zu machen, gehen Sie hier oben auf Extras, Ordneroptionen, Ansicht. Und wählen hier aus alle Dateien und Ordner anzeigen und nehmen den Haken bei geschützte Systemdateien ausblenden raus und drücken auf OK. Dann sollte die Datei sichtbar sein. Bevor wir jetzt aber anfangen, an der rum zu manipulieren, machen wir erstmal ein Backup. Wir markieren die Datei, machen einen Rechtsklick, kopieren und noch einen Rechtsklick ins freie Feld und einfügen. Jetzt haben wir hier eine Kopie. Jetzt ist die Datei erstmal gesichert, falls wir irgendwas falsch machen. Als nächstes hier ein Rechtsklick drauf, dann auf Eigenschaften. Dann muss der Schreibschutz rausgenommen werden. Falls hier noch der Haken drin ist, einfach rausnehmen, mit OK bestätigen. Wenn wir dann also das Backup gemacht haben, können wir hier mit dem Rechtsklick auf die Hostdatei öffnen mit, Editor auswählen, mit dem Bearbeiten anfangen. Und alle Seiten, die wir blockieren wollen, da muss die Nummer 127.0.0.1 davor und dann die Seite selbst hier eingeben. Und das können wir jetzt einfach abspeichern und schließen. Und öffnen dann mal den Firefox. Und schauen, ob das Blockieren funktioniert hat. Gehen jetzt hier auf facebook.com. So, und jetzt wird Facebook noch gefunden. Das heißt, irgendwas hat nicht funktioniert. Also nochmal öffnen mit. Setzen mal hier ein www davor, speichern es ab und schließen es wieder. Öffnen wieder den Firefox. Gehen wieder auf facebook.com. So, und jetzt ist die Verbindung fehlgeschlagen. Jetzt kommt man also nicht mehr auf Facebook. Auch wenn ich jetzt das www wegnehme, schauen wir mal, was dann passiert. Geht auch nicht. www wird automatisch nämlich davor gesetzt. Also in dem Fall www mal davor setzen. Das gleiche kann man jetzt auch mit Google analog machen zum Beispiel. Wir gehen mal auf google.de. Das findet er natürlich jetzt erstmal noch. Und wir bearbeiten wieder die Hostdatei, öffnen mit Editor. Das muss man übrigens jedes Mal machen, weil die Hostdatei keine Dateiendung hat. Geben da, wir probieren es mal wieder wie vorhin, google.de, dass wir also kein www davor setzen. Und da kommt er nämlich noch auf die Seite. Und wenn ich das gleiche jetzt mal mache mit einem www vor dem Google, wir müssen immer die Hostdatei schließen. Scheinbar greift das uns nicht auf die zu. Ja, jetzt findet er es immer noch. Jetzt kann es natürlich gut sein, dass der Firefox sich gemerkt hat, wie er zu dieser Seite kommt. Wir löschen mal die neueste Chronik, um das zu verhindern. Er findet es noch. Was ist da los? Gut. Wir probieren mal ein paar Sachen aus. Wir nehmen mal Google.com noch dazu, weil er ja auf die Server von Google.com zugreift. Jetzt kann es aber langsam nicht mehr stimmen. Neueste Chronik mal löschen. Und wir starten den Firefox neu. Google.de.
So, jetzt geht's auch nicht. Also es hängt anscheinend irgendwie mit Firefox nach dem Neustart und wird's dann spätestens funktionieren. Also so können wir Seiten löschen und auch jetzt hier nochmal den Beweis angetreten, dass das auch mit anderen Browsern funktioniert. Dazu starten wir mal den Internet Explorer. Eine schön alte Version. Und gehen dann hier auf google.de. Und bekommt dann die Meldung, die Adresse ist ungültig. Habe ich mich jetzt vertippt, weil da oben so eine komische Angabe steht? Probieren es nochmal. Ne, Adresse ist ungültig. Das passiert so. Google oder so. Die Webseite kann nicht angezeigt werden. Also das greift wirklich auf jeden Browser zu. Und ja, wenn eben das Kind oder die Person, die nicht darauf zugreifen soll, auf die Seite nicht so bewandert ist im Umgang mit Computern, ist das ein relativ effektiver Schutz, das in die Hostdatei rein zu editieren.